We're here with the Wolf of Wall Street, Jordan. Sales Action, an amazing conference. Ryan, it's great to have you in Monaco. These guys are the best. The knowledge that they both bring is amazing. Karim, erzähl mal, was ist los? Also Leute, das Mediateam hat ja beschlossen, um 6 Uhr loszufahren, damit wir rechtzeitig alles aufbauen können, wie man sehen kann. Und das Event startet offiziell um 9. Jetzt haben wir es 8.41 Uhr. Super, wir sind gerade eben erst angekommen. Und ja, der Rest vom Team, der kommt erst so um 9.30 Uhr an. Das heißt, absolut perfekt. Es läuft super nach Plan, weil wir großen Stau hatten, jetzt kurz vor Monaco, weil wir aus Nizza angereist sind. Was soll man machen? Jetzt müssen wir schnell aufbauen, die Kunden abholen und dann geht's los. 8.49 Uhr, die Kunden müssen abgeholt werden um 8.50 Uhr. Also holen wir jetzt die Kunden ab. Wir starten heute mit Jordan, wir haben praktisch den Jordan Day. I'm Jordan Belfort. I'm the broker from Rothschild, New York. See, money doesn't just buy you a better life, better food, better cars, better pussy. It also makes you a better person. You be relentless! You be telephone fucking terrorist! Now let's knock this motherfucker out of the park! But you need to be absolutely certain. You have to show up in a state of search. So there's also this inner mindset of success for sales, which is being in a state of certainty, which is why it's so important that your salespeople are motivated, feeling certain and confident and clear. Because if they're not, they have nothing to transfer to the prospect. Der erste Part ist vorbei vom Jordan Belfort Vortrag. Was mir besonders gut gefallen hat, war im Prinzip einfach die Aufmachung, wie Jordan nochmal erklärt, wie man wirklich ein Team bildet, unter welchen gewissen Parametern. Jetzt geht's weiter gleich. Ich freue mich auf die kommenden Tage, auf das weitere Event und bin hyped. Alright, let's go. Enthusiasm. It's below the surface. It could be a whisper. It's power in your voice. When they hear you, they know that you're excited that what you have must be good. And it's very powerful. When you sound like that, people get drawn in. So sharp, you're on the ball. Enthusiasm, and most important of all, this is the linchpin, is number 3, that you're an expert in your field. Whew. So, erste Runde ist um. Jordan hat wieder alles auseinandergenommen mit seiner Energie, mit seinem Input. Es ist immer wieder faszinierend, wie er simple Dinge so tiefgehend irgendwie trotzdem den Leuten nahebringen kann. Und es passt auch so zu der ganzen Narrative, weißt du? Am Ende des Tages geht es nicht darum, welche Information, sondern es geht ausschließlich um den Transfer der Information. Und dieser Transfer hängt von 3 wesentlichen Dingen ab. Das ist einmal, von wem kommt die Information? In welchem Zustand befindest du dich, wenn die Information kommt? Und auf welche Art und Weise erfolgt der Transfer? Das sind diese 3 Elemente, die einen riesen Impact darauf haben, ob Theorie zur Praxis wird oder Theorie einfach nur ganz fragmentartig, wie in die Praxis kommt, irgendwie von 100% nur 3% deines Potenzials ausschöpfst oder nicht. Deswegen erschaffen wir auch solche Events, deswegen haben wir ein Environment in Monaco, raus aus dem Alltag, damit wir aus der Theorie die Praxis bringen können. Es gibt keinen besseren im Sales dafür als Jordan Belfort. Ja, man kann sagen über ihn, was man will. Ich bin mir ziemlich sicher, den Teilnehmern hat es extrem gefallen und jetzt machen wir Mittagspause und machen dann in der zweiten Runde weiter. In diesem Sinne, viel Spaß und bis später. Ist dir zu sagen, welche von den Informationen, die du bereits hast, du jetzt anwenden solltest. Das war die Marktlücke, die wir erkannt haben. Und ich möchte euch dazu animieren, diesen individuellen Prozess mal wirklich zu gestalten.
Wenn du es schaffst, einige Leute, einige Brand Advocates aus einer bestimmten kleinen Community zu überzeugen und für dich sprechen zu lassen. Der Netzwerkeffekt, der daraus resultiert, ist unglaublich. Wenn du es schaffst, von deiner Konkurrenz eine leuchtende Figur per Zufall oder vielleicht auch nicht per Zufall als Kunden zu gewinnen und ihn zu deinem Brand Advocate zu machen, ihn zu claimen in Anführungsstrichen, dann wirst du einen Netzwerkeffekt haben, der sich irgendwann potenzieren wird. You know, people have asked me to describe Tarek. What was Tarek like when he was, you know, 18, 19 in Australia and all these kind of things back then? How would I describe him? I'd say it's a combination, the yin and yang of hunger. He's got that burning desire to succeed and whatever, to win. He's got disciplined hunger. I'd say Tarek was like the consummate professional. If I think about him back then, he was very respectful, he was always dressed very well, he was always on time. I guess he was very considered in the way he did things, in the way he asked questions. He was smart, and I think I saw myself in him. Difficult in person, it's about finding those two C's. First thing is immediately give someone a compliment and then immediately find something in common. So you can turn anyone into a friend in less than 30 seconds. Seminartag war schon mal gleich sehr intensiv. Wir haben viel über Sales gesprochen, viel über Strukturen, sind da einige Strategien durchgegangen und haben da sehr, sehr viel gelernt, sowohl was das Thema Leadership natürlich angeht, Führung von Mitarbeitern, Recruiting und ganz, ganz viel Sales. Und am wichtigsten natürlich Back to Basics. Ja, Basics schön immer stramm umsetzen, damit der Rubel rollt. Der Kopf ist voll, der Kopf ist am Arbeiten. Es ist immer wirklich schwierig, das Ganze direkt danach in Worte zu fassen. Es war wirklich überragend. Das hat sich jetzt schon extrem gelohnt und ich kann es kaum erwarten, was morgen auf uns zukommt.